Und wir machen weiter mit dem Top 19, Schloss Albrechtsberg, Instandsetzung römisches Bad. Grundsatz und Baubeschluss. Hier sind drei Rednerinnen und Redner angemeldet. Wir wurden in die Fraktionsrunde einsteigen und beginnen mit der Fraktion Grüne Bündnis 90. Und da macht Thomas Löser los. Danach dann CDU, falls gewünscht, und dann arbeiten wir ab. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht um das Schloss Albrechtsberg. Ich will das Ganze noch mal kurz einordnen. Dieses schöne Schloss ist im Besitz der Stadt und wir als Stadt müssen uns um diese Denkmale kümmern. Und wir haben das erlebt in den letzten Jahren, dass sowas natürlich vor den Zwängen des Haushalts oft hinten runterfällt. Heute sind wir in einer guten Situation. Wir haben es geschafft, jetzt die Weichen Richtung Sanierung zu stellen. Die Planung gibt es bereits seit 2014. Damals ist keine Umsetzung erfolgt, weil einfach die Finanzlage zu schwierig war. Und nun sind wir aber an dem Punkt, dass wir den ersten Bauabschnitt planen können für die Sanierung. Kurz, wer jetzt Gespräche führen will, bitte außerhalb des Raumes. Ich höre kaum hier Thomas Löser sprechen. Danke. Bitte. Der erste Bauabschnitt soll gebaut werden 2024/25. Es geht um den Portikus West und den Kolonnadengang. Sie alle kennen dieses Schloss und wissen, wenn man davor steht, dass der Kolonnadengang unten mittlerweile sehr, sehr baufällig ist. Es ist ja auch alles abgesperrt und wir müssen das und die Portiken sanieren, um da wieder überhaupt aufmachen zu können. 2026 und 2027 soll dann das Wasserbecken und auch die Pumptechnik erneuert werden. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei allen, die ihren Beitrag geleistet haben. Das ist das Land, das ist die Stadt, das ist der Bund, ganz konkret Kollegin Storm, auch Albrecht Pallas von der SPD hat sich da eingesetzt, auch andere. Ich danke vor allen Dingen auch Bürgermeister Kühn, der es geschafft hat, die Fördermittelkulisse auch Richtung Bund hier abzusichern. Insgesamt ist der erste und der zweite Bauabschnitt vorgesehen mit 6,6 Millionen. Im ersten Bauabschnitt 4 Millionen, da der Bund 1,4 Millionen, das Land 1,2 Millionen und die Stadt 1,4 Millionen. Der zweite Bauabschnitt ist noch offen. Ich bin aber sehr optimistisch, wenn wir jetzt erstmal mit dem Bauen anfangen, wird uns am Ende jeder fragen, und jetzt macht ihr nicht weiter? Doch ich glaube, wir sollten weitermachen. Wir werden schauen, dass wir auch von Landesseite entsprechende Förderkulissen wieder einordnen können. Es ist teuer, Denkmale zu sanieren, das ist richtig. Aber wir haben als Stadt auch die Aufgabe, uns darum zu kümmern. Das ist kein Luxus. Wir sind eine Kunst- und Kulturstadt. Insofern freue ich mich sehr, wenn auch irgendwann diese 30 Meter hohe Fontäne mal wieder in Betrieb geht. Und dann haben wir alle was ganz Tolles erreicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Der CDU das Wort hinein. Dann wurde Frau Abel, steht bei mir auf der Liste. Nein? Okay, dann Christine Sturm. Telefoniert gerade. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, das ist für mich heute ein kleines Highlight, deswegen wollte ich mich kurz zu Wort melden, weil das war die SPD-Fraktion im Jahr 2017, die den Antrag gestellt hat an die Stadt, auch ein einstimmiger Stadtratsbeschluss, sich doch bitte um die Sanierung des römischen Bades sozusagen zu kümmern. Ich habe nicht damit gerechnet zwischenzeitlich, dass wir die Legislatur mit so einem positiven Beschluss sozusagen beenden. Auch wir halten das römische Bad schon auch für so eine Identifikation in Dresden. Wir waren unsäglich traurig, dass es so lange geschlossen ist und auch noch natürlich bleiben wird. Aber ich denke, dass wir damit ein kulturhistorisches Denkmal aus dem Dornröschenschlaf erwecken, auch vielen Dresdnern und Dresdnern dort etwas Gutes tun. Und auch von mir nochmal einen herzlichen Dank an Thomas Löser, weil es war vor allem die Grünen-Fraktion im Landtag, die das Ganze mit unterstützt hat und auch auf Bundesebene. Nur so konnten wir an die Fördermittel kommen, die das Ganze jetzt realisieren. Herzlichen Dank. Und zum Abschluss der Legislatur würde ich das einfach mal betonen, nach 7 Jahren, das ist, würde ich sagen, bei, wenn ich an andere Vorlagen denke, im Bau- und Sanierungsbereichen absoluter Erfolg. Danke. Okay. Gibt es bei der Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger Gesprächs? Nein. Dann haben wir die FDP-Fraktion? Nein.
weiteren Gesprächsbedarf sehe ich nicht. Dann stelle ich den Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 50 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung, einstimmig so beschlossen. Vielen Dank. Wir kommen zu Top 20, Aufbau und Betrieb eines